So ganz stabil fühlt sich der Boden auch nicht mehr an, aber ich denke mal, er hält mich noch aus. Hallo, hallo, Durchsage einmal an Stellwerk B1. Ich möchte bitte melden, dass ich gleich losfahre vom Bahnhof. Ende, over and out. Notfall haben wir hier heute hoffentlich nicht mehr. Es gibt irgendwie kein Führerhaus. Bitte anhalten. Boah, rumgefackelt haben. Hier riecht's auch verbrannt. Hier liegt auch eine Matratze. Spinnen? Ich lass dich leben, du lässt mich leben. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin eigentlich gerade mit meiner Familie auf dem Weg nach Polen, aber zwischendurch haben wir noch angehalten bei meiner Oma hier in Brandenburg und verbringen hier noch 2-3 Tage. Und jetzt bin ich hier an einem mehr oder weniger verlassenen Bahnhof. Das Bahnhofsgebäude stand einige Jahre leer, ist mittlerweile jetzt aber seit kurzem bewohnt wieder. Da ziehen gerade irgendwelche ein. Das kann ich euch leider also nicht mehr zeigen. Aber hinter mir, da hinten, hinter diesen Waggons, befinden sich ein paar abgestellte alte Loks. Die stehen dort schon seit einigen Jahren, die habe ich vor längerer Zeit mal entdeckt, weil da stehen meistens Waggons davor und dann bin ich da mal irgendwie hintergegangen, warum auch immer eigentlich. Und dann habe ich die entdeckt und die möchte ich mir jetzt gemeinsam mit euch anschauen. Ich war hier schon des Öfteren. Ich habe vor 2 Jahren, wo ich noch nicht mal diesen YouTube-Kanal hatte, schon mal ein Video aus Spaß darüber gemacht. Da war ich noch ein bisschen jünger. Hier mal 1-2 kleine Clips. Oh mein Gott, da ist ein Reh. Seht ihr das? Ey, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gesehen hat. Da ist gerade fucking noch mal ein Reh lang gelaufen. Ist auch schon ein Weg. Da ist das Reh. Oh mein Gott. Seht ihr das? Alter, ich war einem Reh noch nie so nah. Boah, kommt hier ein Gestank raus. Ekelhaft. Nein. Nein, da vorne stehen noch alte Loks oder Dieselloks oder... Ja, ich glaube eine Diesellok. Elektroloks stehen hier wohl nicht. Ja, das sind alles... Nee, das sind sogar Elektroloks. Das ist aber jetzt schon eine Weile her und das Video, damit konnte ich nicht mehr viel anfangen. Deshalb zeige ich euch jetzt nochmal alles und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go! So, jetzt wollte ich gerade einmal die Drohne in die Luft jagen. Genau in dem Moment kommt ein Zug und zwar genau der Zug, der 2 oder 3 Mal, glaube ich, am Tag hier vorbeifährt. Naja, so viel Pech kann auch nur ich haben. Egal, ich laufe jetzt einmal hier außen rum durch die Wohnsiedlung und da kommt dann gleich da vorne ein Bahnübergang. Und von da aus würde ich eh besser rankommen, weil da hinten hätte ich über die ganzen Waggons und so klettern müssen. Jetzt gucke ich da nochmal und gucke, ob ich da irgendwie besser hinkomme und ohne dass ein Zug kommt. Aber das sollte eigentlich der letzte für heute sein, da bin ich mir ziemlich sicher. So, da vorne sieht man schon, da sind die ganzen Sachen, aber hier ist noch ein altes Stellwerk, aber es sieht noch in Benutzung aus. Ich meine, steht ein Auto da. Ich gehe jetzt trotzdem mal irgendwie vorsichtig hier rüber und dann dahin. Und dann kann ich euch endlich zeigen. Ich war hier, wie gesagt, schon öfter. Aber von der Seite eigentlich noch nicht. Eigentlich bin ich immer vom Bahnhof drüben losgelaufen. So, hier ist die erste und was ein geiles Bild. Aber ich gehe erstmal nach ganz hinten durch, weil da bin ich erstmal von den Waggons auf der anderen Seite sichtgeschützt. Und ja, von da würde ich dann einfach anfangen. Ich merke aber auch gerade, was für eine total dumme Entscheidung es war, kurze Hose anzuziehen, ey. Ist zwar warm, aber das ganze Gestrüpp hier macht es mir nicht einfacher. Naja. So, jetzt kann es losgehen. Die ganzen Triebwagen sind, soweit ich weiß, von der Hanseatischen Eisenbahn. Die anderen, die Waggons und alles, das kann ich euch nicht sagen, wozu genau das gehört. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt endlich die Sachen an, bevor ich hier noch 3 Stunden weiter rumlaber. Also das ist der erste Triebzug. Alles schon leider, wie man es kennt von einigen Lost Places, schon sehr demoliert. Alles kaputt gemacht hier. Und überall Spinnweben. Hier auf dem ganzen Weg auch schon überall sind hier Spinnweben und Spinnen. Und falls der ein oder andere nicht weiß, ich habe eine saukrasse Spinnenphobie. Ist ganz schön schwierig hier für mich, aber ich gebe mein Bestes, euch das alles trotzdem so gut wie möglich zu zeigen. Ja, da. Zum Thema. So. Hier ist das Führerhaus. Irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das früher abgetrennt war oder nicht. Weil wie es aussieht, hier fangen direkt die Sitze an und hier... Keine Ahnung, irgendwie sieht es aus, als wäre das offen gewesen damals. Die sind schon ziemlich alt. Wie alt genau, kann ich euch nicht sagen. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal geil, dass man hier reingehen kann und sich das Ganze hier angucken kann. Aber für große Menschen war das auf jeden Fall nicht gedacht, weil hier
Durchgang in die erste Klasse oder was das sein soll, passe ich schon mal nicht durch, ohne mich zu bücken. So ganz stabil fühlt sich der Boden auch nicht mehr an, aber ich denke mal, er hält mich noch aus. Genau, und hier sind wir dann schon auf der anderen Seite. Hier hat sogar schon ein Vogel sein Nest gebaut. Also steht, wie gesagt, wirklich schon einige Jahre hier. Und hier ist die andere Seite. Kann man schön Lokführer spielen hier drin. Aber ich denke, losfahren wird er nicht mehr, wenn ich hier irgendwas bewege. Das ist ja alles KMH-Anzeige. Ja, und mit dem Rest bin ich auch schon überfordert. Irgendwie Luftdruck, Bar, PSI, Bar, irgendwas. Oder allgemein irgendein Druck. Ich denke mal, das war, oder was heißt, ich denke, es ist eine Diesel, also Diesel angetrieben, das Ganze hier. Weil erstens sind hier überall keine Oberleitungen auf den Strecken, wo die gefahren sind. Zweitens ist es schon ziemlich alt. Und drittens, eine Dampflok wird es mit Dampf betrieben, wurde es auf jeden Fall nicht. Aber eins haben sie auf jeden Fall schon geklaut. Und zwar die hier Telefone. Ja, Telefone waren das. Um wahrscheinlich die Stellwerke anzufunken. Gerade irgendwie ein bisschen Wortfindungsstörung. Hier, Scheibenwischer. Funktioniert nicht mehr. Naja gut, das war's von dem, würde ich sagen. Gibt es hier noch irgendwie eine Toilette oder so? Ah ja. Waschbecken. Ah, da ist das Telefon. Hallo, hallo, Durchsage einmal an Stellwerk B1. Ich möchte bitte melden, dass ich gleich losfahre vom Bahnhof. Ende, over and out. Und dahinter ist wahrscheinlich nur die Toilette. Ich sehe nichts, ich filme das einfach mal rein. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was da ist, oder ich sehe es im Schnitt. Watt im Notfall am Griff aufreißen. Gut, gut zu wissen. Notfall haben wir hier heute hoffentlich nicht mehr. So, es geht direkt weiter mit Nummer 2. Jetzt fahren wir mal hin hier, wa? Der Zug ist ziemlich ähnlich wie der davor, allerdings einzigste große Unterschied, würde ich sagen, ist, es gibt irgendwie kein Führerhaus. Wahrscheinlich wurde der dann einfach hinterhergezogen als Doppeltraktion, weil, ja, anders wird es für mich keinen Sinn machen, weil das ist die letzte Reihe und andere Seite sieht genauso aus. Da hinten sind auch nur eine Sitzreihe. Und hier, ja, also ich würde sagen, ein bisschen ähnlich wie der andere, aber doch auch wieder anders. Und hier sind die ganzen Sitze schon eingepackt. Was hatten sie denn hier vor? Ja, trotzdem immer noch nicht für große Menschen gemacht. Der erste bin ich auch nicht, der hier rüberläuft. So. Okay. Na hier. Sogar mit Haltewunsch. Das kennt man doch aus den Bussen. Bitte anhalten. Nächste Station möchte ich aussteigen. Hier das Rad. Für was auch immer das war. Handbremse. Achso. Na gut. Nö. Das war's dann auch schon von dem. Hier gibt's auch keine Toilette, nix. Rauchen ist auch verboten. Hier ist wie gesagt die ganze Elektrik drin. Dazu bin ich aber nicht weit genug in der Materie drin, um euch das zu erklären. Und ich glaube, ich gehe andere Seite raus, weil hier durch die ganzen Spinnweben möchte ich jetzt nicht. So, in dem waren wir gerade drin. Das heißt, jetzt geht es in den hier rein. Auch schon offen. Ja, los geht's. Ja, ich würde sagen, hier fehlen wohl schon die ganzen Sitze. Hier hat jemand wohl Sitze gebraucht, für was auch immer man Zugsitze braucht. Auch hier wieder
kein Führerhaus, aber auch keine Sitzreihe. Ich weiß nicht, ob die fehlt oder ob man hier drauf gesessen hat. Nee, das ist ja die Klappe. Keine Ahnung, ob hier mal eine Sitzreihe war oder ob da Führerhaus war, was ich jetzt eher bezweifle. Hier ist ja echt alles raus. Hier hängen die Kabel runter. Von der Beleuchtung würde ich jetzt mal annehmen. Und da vorne ist auch nichts weiter. Der ist wirklich komplett leergeräumt. Ja. So, ein Zug haben wir noch. Dahinter kommen dann andere Sachen, Güterwagen und glaube ich ganz hinten noch ein Schienenbus. Es standen da auch mal noch andere Lokomotiven, aber die sind irgendwie wieder weg. Warum? Keine Ahnung. Wo die hin sind, keine Ahnung, aber sie sind auf jeden Fall weg. Und genauso stand da hinten noch was hinter den ganzen Sachen. Aber da kommt man jetzt nicht mehr hin, das ist alles abgesperrt leider. Aber da zeige ich euch am Ende dann noch ein paar Aufnahmen von vor 2 Jahren. So, ich habe jetzt mal Weitwinkel reingemacht, jetzt sieht das Ganze ein bisschen größer aus. Vielleicht ist die Perspektive auch ein bisschen besser. Schreibt mir dazu gerne mal eine Rückmeldung in die Kommentare. Würde mich interessieren, was besser ist, ob so oder andersrum, wie es jetzt der ganze Anfang des Videos war. Einfach für zukünftige Videos. Einfach als Info für mich, schreibt ihr gerne mal einen Kommentar. Hier ist jetzt auch wieder ein Dingens, Führerstand mit Mikrofon, kann man Durchsagen machen, Telefon auch da, alles da wie bei dem anderen eigentlich, sogar Ventilator, ich weiß gar nicht, was bei dem anderen auch, ich denke mal. Und ein Spiegel, moin. Und hier ist auch wieder eingerichtet, hier links war wahrscheinlich für Fahrräder, sogar zum Anschnallen, okay. Und hier sind die ganzen Sitze wieder. Schwarzfahren lohnt sich nicht. Fahrgäste ohne gültigen Fahrausweis zahlen 60 Euro. Meines Gewissens nach ist es immer noch so, hat sich nicht viel geändert. Ich glaube, der steht auch noch gar nicht ganz so lange hier. Hier ist auch ein Fahrplan. Steht hier irgendwo ein Datum. Stand Mai 2021. Ja, 2-3 Jahre ist schon her. Aber noch nicht ganz so lang wie die anderen Sachen. Auch wenn, ja, kann auch sein, dass hier irgendwie mal jemand gepennt hat oder irgendwelche Jugendlichen hier rumgefackelt haben. Hier riecht es auch verbrannt, hier liegt auch eine Matratze. Boah, hier fühle ich mich ehrlich nicht so wohl drin. Eine Senfflasche. Ganz toll. Hier auch wieder Toilette. Ja, für YouTube muss ich es wahrscheinlich zensieren. Aber die Toilette war schon ein bisschen in Benutzung. Ja, hier der andere Führerstand. Der ist auch das erste Mal irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, abgesperrt. Meldekarte, da liegt noch ein alter Ordner rum. Keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr eine Ahnung habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, das war's mit dem Zug. Hier möchte ich aber schnell wieder raus irgendwie. Na. Hier kommen jetzt ein paar Güterwagen, die sind voll mit irgendwelchem Schrott. Da kletter ich jetzt auf jeden Fall nicht rein, hier könnt ihr euch mal anschauen. Aber ich denke mal, das ist jetzt auch nicht allzu interessant. Könnte man fast schon denken, ist hier irgendwie eine Mülldeponie, so schrottplatzmäßig. Oh scheiße, da vorne fahren noch Autos lang, ich muss hier ein bisschen aufpassen. So, hier auch wieder. Ja, irgendjemand hat hier sein ganzes Zeug abgeladen. So, alle guten Dinge sind 3. Noch ein Güterwagen. Die sind alle von der Deutschen Bahn. Was die genau hier zu suchen haben, wurden nicht mehr gebraucht. Hier abgestellt. Gibt ja auch so ganze irgendwie Zugfriedhöfe, habe ich zumindest mal gehört. Sowas würde ich auch mal ganz interessant finden. Wenn ich da mal irgendwo einen finde, dann würde ich da auf jeden Fall hingehen. Muss ich mal vielleicht ein bisschen im Internet nachgucken. Ja, weil das war es jetzt schon so gut wie. Hier ist noch ein letzter, 4. Güterwagen. Ist aber auch nichts weiter Interessantes drin als Müll und Schrott. Irgendwelche Elektrosachen, irgendwelche Kübel, Styropor, was auch immer. Was liegt denn da drüben auf den Güterwagen jetzt? Ich glaube, da hat irgendjemand was vergessen. Und jetzt ganz kurze Story. Heute Mittag war ich schon mal da, da wollte ich das Video eigentlich schon drehen. Vormittags eigentlich fast schon, war morgens. Und da waren hier aber irgendwelche Arbeiter.
und haben hier irgendwas zwischen den Wagen gemacht. Ich dachte erst, die kuppeln das alles zusammen, dass die irgendwie abgeholt werden, hier die ganzen Wagen. Aber wie es aussieht, haben die die vielleicht irgendwie sauber gemacht oder so. Ich weiß es nicht, ich will da jetzt auch nicht in das Zeug rumwühlen, weil die waren heute Mittag auf jeden Fall hier und habe ich mir gedacht, nee, dann warte ich mal bis heute Abend und drehe es dann lieber hier, weil die hätten mich bestimmt nicht hierher gelassen. So, und das ist der letzte. Und Leute, also, Entschuldigung, aber gibt es Menschen, die keine Angst vor Spinnen haben? Was ist das für ein fettes Viech? Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt. Ich mache gleich mal mit dem Handy ein Bild und blende euch das dann hier ein. Boah, da will ich ja ungern reingehen. Aber für euch mache ich's. Ich opfer mich. So, ich bin jetzt mehr oder weniger drin. Spinne, ich lass dich leben, du lässt mich leben. Machen wir das, hört sich nach einem Deal an. Aber hier gibt es eh nicht allzu viel zu sehen. Die ist schon wirklich komplett zerstört. Also da sieht man nicht mehr viel vom Führerhaus. Und ich spüre irgendwas in meinem Bein rumkrabbeln. Naja, egal. Genau, und hier sind halt alte Sitze. Decke schon komplett kaputt. Ja, ich guck mal noch auf der anderen Seite rein. So, auf der anderen Seite sieht es auch nicht arg anders aus. Genauso zerstört und kaputt. Ja, auf jeden Fall coole Location. Wie gesagt, früher war hier noch mehr. Also vor 2, 3, 4 Jahren. Aber irgendwie ist davon einiges weggekommen. Ich glaube, noch 4 weitere Lok standen da. Und ich glaube, noch ein paar andere Güterwagen. Aber das blende ich euch jetzt ein. Und zwar noch ein paar Aufnahmen von vor 2 Jahren, was ich da so noch hier gesehen habe. Bitte ignoriert einfach meine Stimme. Und ich melde mich ganz am Ende nochmal. Viel Spaß damit jetzt. Okay, wir gehen mal hier durch. So, hier. Alte Lok. Da vorne ist ein alter Schienenbus. Da vorne rennt es noch. Da sieht man es, sieht man ganz schlecht. Und da hinten, wo die Lok stehen, da ist alles videoüberwacht. Das heißt, einmal kurz hier drüber gucken, aber ich gehe gleich wieder zurück. Weil das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Hier aber auch alle Fenster draußen, alles eingeschlagen. Ja, 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 hier beginnt es jetzt mir zu gefallen. Was ist denn das hier Schönes? Steht gar nicht dran, was ist denn das für eine Lok? Geh hier rein. Ah. Beschriftungen aller Art. 6440 Brunnen. Oh, hier noch mehr. Ey, krank. Die stehen hier alle rum und verrotten. Und guckt euch das mal an. Komplett mit Moos zugewachsen. Ey, locker 10 Jahre steht die schon hier. Wenn nicht länger, deutlich länger. Bestimmt 20, 30, 40 Jahre. Hier steht Frau Max von Hohen. Vor KMH ist die gefahren. Oh, was ist noch drin? Was ist hier noch? Ah, nochmal so eine ähnliche. DP50. Oh, hier sind die ganzen Schränke offen. So, hier, was ist denn das hier? Örtliche Richtlinien zur Rill 400, Zugpersonal. Kleve. Remscheid. Köln. Haha, Köln. Treusdorf. Ober. Ey, was für ein dickes Buch. Oh, hier, das ganze Ding ist voll. Krass. Ah, hier, guck mal, hier kann man sogar da noch durchgucken, weil das ist. Das ist ja echt interessant. Moin Gänse, was geht bei euch? Ich hab's wieder heile rausgeschafft da hinten aus der Ecke, vorbei am Stellwerk und allem. Und mach mich jetzt auf den Heimweg. Wie gesagt, morgen fahren wir weiter nach Polen. Ich hoffe, dort gibt's auch den einen oder anderen, was Space Team wir finden. Und den wir erkunden können, oder ich erkunden kann, je nachdem. Falls nicht, kommen andere Videos, aber es kommen auf jeden Fall Videos vom Urlaub. Vielleicht auch der ein oder andere Livestream, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Abo da. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst auch ein Like gerne da, würde ich mich riesig freuen und würde mich riesig supporten. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.